Ja, hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins Awakening. Wir sind immer noch in Amerenthine und machen gleich ein paar Quests weiter. Ja, irgendwie hat der letzte Part nicht wirklich richtig aufgenommen. Falls das Endresultat, also das Endstück, nicht gezeigt werden kann oder sollte, kurz gesagt, was passiert ist. Ich habe. Außer Kontrolle, Kantoren zurück, um deine Belohnung zu holen. Okay. Ich habe die Schmuggler unterstützt, habe den Leutnant getötet. Das müsstet ihr eigentlich noch gesehen haben. Ich habe dann noch einen Elfenbogenschützen befreit, der sich denn seine Dienste uns angeboten hat. Und im Anschluss haben wir denn 20 Gold von ihm kassiert. So, Kantorin. Alle Menschen sind das Werk des Erbau. Und hier haben wir ebenfalls 20 Gold bekommen. Quest absolviert. Welche Quest jetzt? Außer Kontrolle. Du hast Sir Rylians. Okay. Haben wir jetzt noch irgendein Anliegen? Eine Spende Wundumschläge. Ja, natürlich können wir Wundumschläge abdrücken. So. Bereuet und habt. So, Quest absolviert. Wieder 20 bekommen. Aus lebendigem Holz. So, wie viele? Ja, gut, wir haben jetzt 90 Gold dabei. Und da können wir jetzt mit dem Dunkelwolf sprechen, was wir dann auch tun werden. Und danach werde ich denn. Wie zum Henker kommen wir da oben? Mein Bruder hat immer so viel getrunken wie ihr Zwerg. Dann war euer Bruder vermutlich ein lustiger Zeitgenosse, oder? Er konnte immer und überall Spaß haben. Und dann hat er sich auf meine Schuhe übergeben. Ach ja, die guten alten Zeiten. Ja, ich mag dieses Trio irgendwie. Jeden Tag, den ihr abwartet, zieht sich die Schlinge der Verschwörung enger um euren Hals. Also gut, 50 Sovereigns. Es wird erledigt. Lasst mir nur etwas Zeit. Okay. Gut. Quest aktualisiert. So, dann würde ich sagen, da wir hier schon am Stadttor sind, erstmal Nate und Co. Achso, die beiden fehlen mir noch. Okay. So, worauf gehen wir denn jetzt noch? Geschick? Ja, Geschick wäre nicht schlecht. So. Diebstahl. Ne, fortgeschrittene Klarheit. So, zerfetzender Schuss. Der Bogenschütze schießt ein spezielles Geschoss mit lockerem Schaft ab, das bei dem anvisierten Ziel automatisch einen dreifachen kritischen Treffer verursacht. Anschließend zerspringt das Geschoss und verursacht bei allen Wesen in der Nähe des Ziels die Hälfte des Schadens, auch Verbündeten. Verbündete können davon getroffen werden, okay. Gut, besser als gar nichts. So, hier haben wir jetzt alle Sachen, Hüter. Jeder Clan der Dalish besitzt einen. Ja, gut. So, denn etwas mehr Magie, würde ich sagen. Kräuterkunde ist auch nicht schlecht. So, Hüter. Was hat, kann der denn Hüter? Eins mit der Natur anhaltend. Okay. Dornkling. Reichweite selbst wieder beschwert aus den Tiefen der Erde Wurzeln herauf. Okay, Auffrischung. Und Rache der Natur. Kampfmagier. Benötigt Stufe 25. Gut, dann gehe ich erstmal da auf den. Benötigt Stufe 25 und benötigt 52 Magie. Benötigt 61 Magie. Ja, Hüter. Gut. Spielen. So, Weltkarte. So, jetzt haben wir hier wieder ein paar weitere. Knorrenwaldhügel, abgesehen von Jägern, die Gelegenheit suchen, okay. Die Schwarzmarschen und der Vendanwald. Schwarzmarschen von Meer im Amerenthine kommen. Wind sorgt für eine unangenehme Kühle. Schwarzmarschen, früher gab es dort inzwischen verschwunden. Ansiedlungen, angeblich ist die gesamte Küste verflucht. Ja, denn auf in die Schwarzmarschen ist ja mal definitiv was für eine Truppe grauer Wächter. Höhö. Und Random Encounter oder irgendeine Zwischensequenz, da bin ich jetzt mal gespannt.
Na? Und? Haben wir's mal langsam? Gut. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da sich uns in den Weg bahnt. Hallö? Spiel? Stürzt du jetzt ab oder was ist los? Nein. Einige Hörlocks. Na gut, ein paar, viele Hörlocks. Da kommt offenbar noch mehr. Der dunkle Bruder. Sehr schön. Lässt eure Gebete! So. Gut. Sehr schön. Ich werde es noch besser. So, du gehst auch mal auf den. Na gut, du siehst ihn nicht. Schade eigentlich. So. Hier wird es auch nie langweilig. Zeit zu sterben. Na? Hier wird es auch. Nein. So, der Hörlock-Gesandte. Du hattest deine Chance. Au. Hey, du Arsch. Geht doch. Sehr schön, so. Ja, hier wimmelt es vor dunkler Brut. Oh, ein Granat. Sehr schön. Noch ein Langschwert der dunklen Brut. Okay, auch nicht schlecht. Nichts, nichts, nichts. So, Geld. Noch ein weiterer Granat. Der Hörlock-Gesandte, was hat der für uns? Geld, auch nicht schlecht. Säcke und ein Dreckhaufen. Wie ihr wünscht. Großer Schild der dunklen Brut, okay. Und was ist in den Säcken? Tiefenpilz, Elfenwurzeln und das. Gut. So, haben wir hier noch irgendetwas übersehen? Ich hoffe mal nicht. Wäre nämlich sehr peinlich. So, da geht's zur Weltkarte, da geht's zur Weltkarte. Alles klar. Gut. Dann geht's weiter. Im Programm, was wir schon geplant hatten für heute Abend. Was für Kackbratzen, jetzt mal ganz im Ernst. Aber ich bin mal gespannt, was da in diesem Gebiet auf uns warten wird, in den Schwarzmarschen. Okay, Wölfe. Altes Schild. Ich kümmere mich darum. Es heißt, dieser Sumpf sei einst bewohnt gewesen, bis eines Tages alle verschwanden. Menschenwolf, okay. Ich habe Angst. Haltet mich. Servus. Marschenwolf, okay. Das ist natürlich was anderes. So.
Okay, die ersten Viecher, die uns... betreten. Okay, was war das jetzt? Zerfetzen, okay. Und Orgrin hat auch ein Level up. Nicht schlecht. Flechtrebe. Erhaltene Gegenstände. Die Schwarzmarschen, okay. Wird erledigt. Als ich noch klein war, hat mir mein Vater immer Geschichten über die Schwarzmarschen erzählt. Aha. Er sagte, alle hier seien durch dunkelste Magie getötet worden. Das war kurz vor der Rebellion. Niemand wusste, was damals wirklich geschehen ist. Welche Art von Magie hätte das verursachen können? Was hier geschehen ist, wurde niemals aufgeklärt. Und als diese Kreaturen aufgetaucht sind, wurden die Marschen aufgegeben. Ich habe immer davon geträumt, eines Tages in die Schwarzmarschen zu reisen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Die Träume eines kleinen Jungen. Aber genau das tut ihr doch gerade, oder etwa nicht? Stimmt, das tue ich. Hätte mir jemand prophezeit, dass ich mal hier enden würde, hätte ich ihn ausgelacht. Aber so ändern sich die Zeiten. Definitiv. Als ich noch in Kirkwall war, dachte ich immer, ich würde das Kommando über die Garnison meines Vaters übernehmen, wenn ich nach Ferelden zurückkehre. Und jetzt seht mich an. Ich bin ein grauer Wächter, der sowohl gegen die dunkle Brut als auch gegen Dämonen kämpft. Das ist wirklich interessant. Ja, nicht wahr? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es besonders viele gibt, die uns zustimmen würden. Wie dem auch sei, die verfluchten Marschen erwarten uns. Okay. So. Habt ihr je darüber nachgedacht, nach Orsama zurückzukehren? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin jetzt eigentlich ein... Servus. Sehr schön. Warum eigentlich? Es ist ja nicht so, dass man einen herzlichen Glückwunsch, ihr wurdet zum Kriegerkasten. Aber dann trinke ich einfach noch mehr und es geht. Ein mutiger Kasten macht leider nicht gut genug. Okay, von wo kommen diese Viecher? Hallo? Und Anders ist tot. Fun fucking tastisch. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. So. Anders? Ja, ja, ich habe euch gehört. Anders ist unterwegs. Okay, was für ein Viech ist denn das da oben? Hm. Blutlotus, Skeletttruhe, okay. Skelett. Leere Giftflasche, zerfledderter Brief. Spur der Liebe. Hm. Rundumschlag. Sehr schön. Und eine Flechtrebe. Sehr schön. Flechtrebnessel, okay. Leichnam der dunklen Brut. Erledigt. Tot. Könnte das Christophs Werk gewesen sein? Ich würde sagen, da haben wir unsere Antwort. Die dunkle Brut ist eindeutig hier. Ja. Sieht man ja. Verderbter Werwolf? Also jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Na komm schon. Hallo?
So, das Ganze gehen wir jetzt mal anders an. Und zwar die Gentlemen hier vorne. Okay, was haben die Werfer für denn für uns? Geld? Granat, okay. Nein, mit dir möchte ich nicht sprechen, Orgrim. Wie jemand. Saphir, okay. Wird erledigt. Lebenssteine. Betrachtet es als erledigt. Und Geisterscherben. Versteckter Hinweis. Verirrt zwischen Bäumen, hebt wieder Kopf und okay. So, Mabari-Kadaver. Wie jemand. Naturdarm, bäh. So. An der Stelle würde ich sagen, ja, dass wir den Part für heute beenden. Das war's dann wieder mit Dragon Age Origins Awakening. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschaußen.